Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährtin und hallo liebe Zuschauer, zu einem Update zu unserer Druidenfabrik auf Hypori. Warum Update? Wir haben es ja letzte Woche schon mal angekündigt. Wir hatten einfach gar keine Zeit, Amok zu bauen. Deswegen werden wir diese Woche einfach nochmal zurückblicken auf die letzten Wochen. Ich glaube, wir bauen jetzt schon 13 Wochen an diesem Mock. Und wir würden einfach mit euch nochmal alle Stationen einmal durchgehen, ein bisschen erklären, wie wir uns das eben gedacht haben und eben über Zukunftspläne reden. Und ich würde vorschlagen, Gefährtin, wir fangen ganz vorne an, nämlich ja sozusagen am Fundament, denn wir bauen ja auf dem Planeten Hypori und dementsprechend haben wir auch den Boden gebaut. Genau, also ich würde einfach vielleicht dann mal hier so ein bisschen draufhalten, damit man das besser sehen kann. Das ist schon richtig, was du gesagt hast. Wir haben nämlich einen Planeten, der ja ein bisschen wüstenartig eigentlich ausschaut. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen ja dann irgendwie hingehen und das auch einigermaßen gut zeigen, wie man das vielleicht darstellen kann. Und ich finde, das ist uns mit unserem bisherigen Boden eigentlich ganz gut gelungen. Und man muss dazu natürlich auch sagen, wir haben nämlich versucht, auch so ein bisschen was mit verschiedenen Farbtönen mal zu machen. Deswegen seht ihr hier auch die ganze Zeit überall so Tennflecken, die dann so rausstechen. Und zusätzlich unterlegt wird das natürlich auch hier mit diesen coolen Pflanzenteilen. Ja, kurz zu den Farben. Also Hypori, da passt diese Medium-Nougat-Farbe perfekt. Problem am Medium-Nougat, etwas teuer. Es gibt nicht so viele verschiedene Teileformen. Deswegen mischen wir ein bisschen Dark-Tan dazu. Wie du eben bereits meintest, das gibt den Ganzen einfach nochmal einen besseren Look. Und dann zusätzlich auch noch am Berg kommen wir gleich dazu, Dark-Orange als dritte Farbe. Kurz, das hier wird ja eben ein Berg. Unser Plan ist es ja, diese Druidenfabrik in einen Berg zu integrieren. Wir denken, das ist einfach sinnvoll, weil anders eine Druidenfabrik zu bauen, würde sich doch als schwierig herausstellen. Und ihr könnt aktuell 2 Baseplates sehen. Das Ganze soll 6 Baseplates groß werden. Wir würden sagen, wir sind jetzt mit einer Baseplate soweit fertig. Das heißt, 1/6 des Mocks ist geschafft. Ich würde sagen, wir kommen jetzt kurz zur Bergtechnik. Denn die ist relativ einfach. Da haben wir eigentlich mit Plates gearbeitet, großen Plates, die dann vertikal an solche Brick Modifieds befestigt wurden. Und dann haben wir das wie ein Treppensystem halt gebaut mit eben den verschiedensten Teilen. Ja. Das ist eine etwas andere Bergtechnik. Man kennt das sehr oft mit diesen Slopes, wie gearbeitet wird. Wir haben aber auch hier viel mit Plates gearbeitet, viel mit Tiles und eben hauptsächlich mit Dark Tan, weil Dark Tan einfach die größte Teileanzahl hat und Dark Orange und Medium Nougat, wie gesagt, etwas teurer ist. Und hier, wie gesagt, immer mal wieder so ein paar einzelne Flecken, die dann herausstechen. Genau. Wir kommen nachher nochmal zum Berg, wenn wir uns einmal das Mock von der Seite ansehen, denn wir fangen jetzt hiermit an, denn es ist ja eine Fabrik. Wir wollen das aber etwas ja, zeigen. Ich meine, die Fabrik ist schon größtenteils unterirdisch. Wir sind aber der Meinung, es kommen auch Außenanlagen hinzu. Und unser Gedanke war, in einer Fabrik ist die Luft wahrscheinlich jetzt nicht die allerbeste. Das heißt, dort muss eine gute Belüftung herrschen. Und dementsprechend haben wir 2 größere Belüftungsanlagen gebaut. Genau, also wie ihr hier sehen könnt, die sehen vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so wie eine Belüftungsanlage aus. Aber das liegt einfach daran, auch wenn ich halt näher rangehe, man kann tatsächlich diese ja, Propeller, sage ich einfach mal, man kann sie gar nicht erkennen so richtig. Tatsächlich nur, wenn man live davor sitzt. Aber das soll schon dazu gedacht sein, dass eben genug Luft einfach gefiltert wird. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, wir machen diese Optik auch einfach sehr, sehr klassisch. Aber teilweise auch mit diesen ja, runden Elementen haben wir tatsächlich viel gearbeitet. Genau, also wir haben auch überlegt, wir arbeiten hier wirklich mit diesen grauen Farbtönen. Außerdem, hier ist sehr viel Light Bluish Gray. Wir stellen uns das so vor, dass Dark Bluish Gray das etwas härtere Metall sein könnte, weswegen im Inneren mehr mit Dark Bluish Gray gearbeitet wird, während außerhalb eher mit Light Bluish Gray gearbeitet wird. Kurz zu diesen Propeller. Es kam oft die Frage, kann man das nicht motorisieren? Das Problem ist, man sieht es halt nicht gut. Zweitens haben wir auch gar keinen Platz im Inneren, um das einfach irgendwie
gut zu installieren, dass das irgendwie versteckt ist. Also schlichtweg, wir haben keinen Platz und wir wollen auch keine Ressourcen dafür verschwenden. Genau, ihr müsst euch halt in dem Sinne vorstellen, wenn ich das mal hier von der Seite zeige. Also hier ist eigentlich in dem Bereich so ein ganz kleiner Hohlraum, der halt hier anfängt und dann bis unten hinreicht. Aber das würde niemals ausreichen, um da diese Art Motor halt reinzubauen, damit man das ja motorisieren könnte. Das geht halt leider nicht. Genau, ihr habt es hier schon auf der Seite gesehen, so dieses typische Star Wars, dieser typische Star Wars Look von, ja, ich sage immer Oberfläche des Todessterns, so kann man sich das vorstellen. Dementsprechend haben wir das gebaut. Ist uns gut gelungen, würde ich mal sagen. Das Feedback war bisher auch immer sehr gut. Dann können wir einmal nach oben gehen, denn wir haben natürlich wirklich sehr steil nach oben gebaut, aber wir wollen so eine Zwischenebene einfach drin haben, denn kurz zu diesen Figuren, dort könnt ihr Druiden sehen. Unser Plan ist es, dass hier wirklich solche Jet-Trooper hinkommen von den Druiden und kurz schon mal Zukunftspläne. In der Zukunft soll auch rechts eben so ein kleiner Klonangriff gestartet werden, die dann gegeneinander auf dieser Plattform kämpfen werden. Genau, Transclear-Steine sind mittlerweile auch bestellt. Das kommt wahrscheinlich alles die nächsten Wochen. Ja, würde dann ungefähr so aussehen, wenn die dann halt so schweben. Genau. Dann gefährt den, haben wir aber auch hier oben noch etwas gebaut. Genau, weil wir dachten uns eigentlich, dass das oben vielleicht so ein bisschen leer ausschauen würde, wenn wir tatsächlich hier nur diese Art Berg hätten. Und deswegen sind wir hingegangen und haben hier diese lustigen kleinen Teile hier gebaut. Was es so richtig darstellen soll, haben wir einfach gesagt, es soll eurer Fantasie überlassen werden, genauso wie die Teile hier. Aber was soll es für uns sein, Gefährte? Ja, wir stellen uns einfach Energiegeneratoren vor. Dann, wie gesagt, hier geht es weiter. Einfach wieder ein bisschen, ja, dass diese Belüftungsanlage nicht einfach in schlichten Bricks gebaut ist, sondern wir wollen einfach ein paar Elemente einbauen, dass das dann wirklich nach Star Wars aussieht. Genau, und hier finde ich auch ganz wichtig, haben wir uns nämlich gedacht, sollen wir das jetzt tatsächlich so einheitlich bauen oder sollen wir halt hingehen und hier so ein Modul erfinden, dann hier wieder was anderes machen und dann das hier kommt höchstwahrscheinlich ja wieder irgendwo da hinten hin und wir sind wirklich hingegangen und haben uns gesagt, das darf nicht einheitlich sein. Es ist eine Fabrik, das ist unsere Meinung. Eine Fabrik muss etwas erfüllen, nämlich produzieren. Und da geht es nicht um einen schönen einheitlichen Look, sondern um die Funktion. Und deswegen haben wir auch so viel Variation eben mit eingebaut. Ja, rechts, da wo jetzt eben noch nichts ist, da kommt eben weiter Berg hin. Genau, das seht ihr dann alles die nächsten Wochen. Aber hier könnt ihr euch einfach nochmal einen Berg vorstellen, dass man dann wirklich, wenn man sich das Fitch mal aus der Ferne anschaut, das Ganze mockt, dass hier so ein schöner Bergfall zu sehen sein wird. Ja, ich würde halt hier vielleicht auch noch sagen, dass wir anfangs auch hier eine andere Idee eigentlich geplant hatten, aber das wird hier jetzt auch wieder verworfen, da könnt ihr noch gespannt sein. Und hier eben wollte ich auch noch zeigen, also hier wird immer noch die Oberfläche weitergebaut, bis das es natürlich dann auch bis hierhin hinreicht. Ja, also hier kommt, wie gesagt, ein Klonangriff wahrscheinlich hin, dass die so die Wand hochklettern. Wie wir das alles machen werden, mal sehen. Ihr könnt ja mal eure Tipps und Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr schon das erste Innenmodul, aber das schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir das Mock umgedreht haben. Unsere Idee war ja sozusagen, man muss sich diesen Berg vorstellen wie so eine Orange, die man einmal durchgeschnitten hat, dass man hier eben das Innere sieht. Ja, man hätte hier einfach alles mit Bricks auslegen können. Wir haben uns hier mit diesen Öffnungen halt zufrieden gegeben. Das gibt dem Ganzen nochmal einen etwas besseren Look. Und hier kann man auch sehr schön erkennen, wie mit diesen Plates gearbeitet wurde, dass sozusagen diese Bergmodule einfach vertikal befestigt wurden. Ja, man kann es hier natürlich erkennen, aber je weiter man weggeht, desto weniger sieht man es. Und auch desto besser sehen diese Öffnungen eben aus. Und das gleiche Prinzip haben wir eben auch an diesem Durchgang angewandt. Genau, also anfangs kann ich dazu vielleicht noch sagen, hatten wir gar keinen Plan, wie wir diese Art Tor eigentlich gestalten sollten. Aber ich muss sagen, je länger ich mir das auch so anschaue, desto intensiver erkennt man hier auch, weil wir haben ja hier, meintest du ja, diese Art Furchen, die wir eingebaut haben, die haben wir teilweise auch hier übernommen. Das soll jetzt vielleicht hier bei dem Tor nicht diesen Eindruck erwecken, dass das vielleicht aufgeschnitten ist, um Gottes Willen, aber das soll eben schon zeigen, dass dahinter eben auch noch immer was weiter liegt, um diesen Effekt einfach zu verdeutlichen. Ja, die Funktion dieses Durchgangs ist es einfach so eine Art Aufmarschgebiet der Druidenarmee. Das heißt, hier vorne soll sozusagen die fertige Armee stehen und je weiter man nach links gehen wird, später
Dort findet man dann die Urproduktionsstätten, wo dann eben die entsprechenden Körperteile der Druiden produziert werden. Das heißt, hier sehen wir die fertige Druidenarmee. Es sollen hier ungefähr 100 Druiden platziert werden. Mittlerweile sind es um die 80. Wir drehen jetzt nochmal das Mock, weil dann kann man das einfach nochmal besser sehen. Genau, dazu vielleicht noch zu sagen, es sind halt noch nicht alle, weil da hinten kann man ganz gut erkennen, dass da noch ein paar fehlen, aber das zeigen wir euch jetzt gleich. Ja, diese Sicht ist sowieso etwas spezieller, weil man hier das Innere des Mocks sehen kann, das heißt all diese farbigen Bricks, die man nachher eben nicht sehen wird. Und ja, zum Durchgang, der ist eigentlich gleich gebaut, der besteht aus verschiedenen Modulen. Die Gefährtin hat das fleißig eben gebaut die letzten Wochen. Genau, also das zeige ich gleich nochmal. Zuerst wollte ich aber anfangen mit den Dächern, weil ich ein bisschen näher rangehen. So, ihr könnt nämlich hier noch diese Löcher erkennen und fragt euch bestimmt, was das im Endeffekt auch werden soll. Da stehen nämlich die Druiden ganz tüchtig. Da kommen nämlich, wie in jedem Haus, muss halt ein Dach rein. Und da waren wir ja auch lange am Hin und Her überlegen, wie dieses Dach jetzt ursprünglich aussehen sollte. Ich sehe gerade, da fehlt noch ein Teil. Und wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass das die ursprüngliche beste Variante davon ist. Und da sind halt tatsächlich jetzt hier auch schon die Lichter mit eingebaut. Wundert euch nicht, dass diese Plates hier ein bisschen krumm stehen, aber andernfalls fallen die immer wieder raus, weil ich die noch nicht festgeklebt habe. Die sind halt hier hinten einfach mit diesem Kabel erst verbunden. Das muss noch alles installiert werden, wird aber in den nächsten Folgen auch noch gemacht. Und dann wird da ein schönes weißes Licht diesen ganzen Gang erstrahlen lassen. Ja, da sind wir wirklich sehr gespannt. Dann können wir kurz einmal die Säulen und Wände zeigen. Das kann man vielleicht links machen, wo eben es noch nicht so dunkel ist. Ja, die sind immer gleich gebaut. Soll ich das Mock einmal rüberziehen, Gefährtin? Ja. Genau, dann so. Ach, ist schwer. Also genau, so kann man sich das eben vorstellen. Die Druiden sind immer in so 16er Gruppen eingeteilt mit kleineren Abständen dazwischen. Also hier, wie gesagt, da sind auch diese Plates mit den Noppen halt drauf. Da werden die halt jedes Mal draufgesetzt. Das heißt, die bewegen sich halt auch tatsächlich nicht. Und die Teile hier, die kann man, ich zeige es euch mit dem, die kann man tatsächlich alle auch rausnehmen, damit das auch leichter zum Bauen ist. Und nachher werden die alle mit dieser Art Fliese einfach verbunden und hier die Säule, die kann man auch rausnehmen. Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort, denn es ist eben etwas modularer gebaut. Der Plan ist eben, dass wir das Mockfleisch auch mal zu einer Ausstellung mitnehmen können. Und dafür haben wir es eben so modular gebaut, dass man es eben etwas auseinanderbauen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Oder wenn es tatsächlich mal auseinanderbrechen sollte, dass man dann schnell hingehen kann und man es reparieren könnte. Das war's jetzt mit diesem Rundgang. Wir haben euch jetzt nicht so viel über zukünftige Pläne verraten, weil wir jetzt einfach der Meinung sind, wir bauen jetzt diese zwei Baseplates fertig. Da haben wir euch ja jetzt alles gesagt. Und dann sehen wir eben weiter, wie die nächsten Module aussehen werden. Jetzt seid ihr gefragt, wie gefällt euch unser Mock bisher? Habt ihr irgendwo eine Baustelle gesehen, wo ihr meint, das muss man nochmal korrigieren? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Deswegen, Gefährtin, was ist dein letztes Schlusswort? Ich würde sagen, ich bin ganz stolz auf uns, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir das doch trotz allem so gut hinbekommen. Vor allem der Berg hat mir immer wieder mal Angst gemacht. Danach haben mir die Belüftungsanlagen Angst gemacht, aber sonst würde ich sagen, wir sind sehr gut weitergekommen, bin ich auch echt erstaunt darüber und ich finde, es kann so weitergehen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, also diese zwei Baseplates habe ich überhaupt gar keine Sorgen mehr, höchstens noch die Lichter einbauen, aber ich denke, das schaffen wir. Das schaffen wir. Dann, Gefährtin, würde ich sagen, danke, dass ihr uns zugeschaut habt, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Joyforce-Team. Tschüss. Tschüss.